Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. Ja, ihr seht es schon, wir liegen wieder im Hafen. Ich werde nicht müde, ich gebe nicht auf, aber das Update Preview 12, was gestern am 8.7. abends noch erschienen ist, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Es muss irgendein Fehler beim Update gegeben haben, beim Überschreiben der Spielstände, denn es ist heute Morgen, als ich den Computer wieder angeschaltet hatte, nicht ein Spielstand mehr übrig. Alle meine Saves sind weg, unglaublich. Hier ist der komplette, es ist alles leer. Ich finde das sehr faszinierend. Würde mich mal interessieren, ob euch das ähnlich ging oder ob ihr da bessere Erfahrungen habt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin bei den Updates immer so ein bisschen einer der Leidtragenden, die dann wirklich irgendwelche Fehler bekommen. Sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, ich werde nicht müde. Wir machen natürlich trotzdem weiter. Ich habe jetzt hier auch schon das Boot ausgerüstet. Ich habe eine Mission angenommen. Wir werden eine Patrouillenfahrt machen hier bei Gibraltar. Und werden dort gucken, dass wir dort wieder ein bisschen was versenken. Das tut mir wirklich außerordentlich leid. Gerade die letzte Mission hat sich ja gerade so spannend entwickelt. Aber, naja, die wollen einfach nicht. Na gut, ich würde sagen, ohne Umschweife laufen wir jetzt direkt mal aus und werden uns in Richtung des Hafens begeben. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist nochmal über die Dienstpläne schauen. Bevor wir das machen, wir fahren ja schon, gucken wir mal. Hat er den Kurs jetzt schon berechnet? Ja, aber nicht wirklich gut. Warten wir das mal kurz ab. So, dann können wir schon mal auf langsame Fahrt gehen. Erstmal sieht das gut aus, wer hier rauskommt aus dem Hafen. Jetzt würde ich aber tendenziell erstmal in die Richtung fahren. Bevor wir noch die Pier schrappen. Und dann kann er von mir aus schon drehen. Wunderbar. Und von hier aus fahren wir dann ohne große Umschweife nach Gibraltar. Schön an Mallorca und Menorca vorbei. Und werden dann hier das Gebiet betreten. Okay, wir können eigentlich auch jetzt schon auf halbe Fahrt gehen. So. Wunderbar. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt nochmal kurz mache, ist in die Dienstpläne schauen, damit das hier auch alles hinhaut. Du bekommst hier eine 9, hier nur eine 5. Das machst du gar nicht. Munition nachholen, bekommst du hier eine 7. Erste Hilfe, bekommst du hier eine 8. Sonar ist immer wichtiger als Funk. Und der Rest... 10, 9 hat er schon eine 8. Nee. Dann bekommt der... Nee, Moment, nicht er. Sondern er hat hier schon eine 8. Dann bekommt er hier noch eine 6. Okay. Das sollte erstmal so passen. Ja. Ah, sehr, sehr schade. Das ärgert mich wirklich, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Ich hätte gerne die andere Mission auch noch weitergespielt. Aber man steckt halt nicht drin. Naja, ich meine, so ist das halt mit den Preview-Versionen. Das haben wir ja schon oft genug jetzt besprochen. Okay. Nehmen wir zu, dass wir schnell ins Missionsgebiet bekommen, damit wir hier auch was erleben können. Ja, leider in dem neuen Update sind ja nicht ganz so viele tolle neue Sachen gekommen. Wir haben ein paar Bugfixes gehabt. Sie haben bei den Übersetzungen wieder ein bisschen was gemacht, dass das wohl alles ein bisschen klarer ist. Sie haben... an der Wasserphysik ein bisschen was verändert. An manchen Frachtern haben sie physikalisch auch noch was verändert. Ein bisschen was an der KI war, glaube ich, auch noch mit dabei. Also alles nichts Großartiges und Wildes. Ich frage mich, wie das passieren konnte, dass mir da die kompletten Speicherstände flöten gehen. Sehr, sehr schade. Ich habe auch schon mal in den Ordner geguckt. Also die sind wirklich komplett verschwunden, die Speicherstände. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber wir sind ja jetzt schon wieder im Missionsgebiet. Fahren erstmal hier in diese Richtung. Und Gott sei Dank ist Gibraltar ja ziemlich eng. Das heißt, wir dürften hier auch echt was finden. Erstmal auf kleine Fahrt runter und werden jetzt schon das erste Mal horchen, ob es hier irgendwas zu holen gibt. So.
Aber wir haben hier erstmal nichts. Naja, fahren wir mal weiter. Ne? Gehen wir mal wieder auf halbe Fahrt hoch, tauchen wieder auf. Oh, wir können auch schon mal die Meldung absetzen. So. Du sollst die Karte machen. Ah, Leute. Du machst über Wasser. Aber so. Kapitän. Du. Ach, jetzt habe ich es wieder gemacht. Mein Gott, ich bin aber auch hektisch gerade. So, du gehst an die Karte. Und du bleibst am Sonar. Jetzt haben wir es. So müde. Im Dienst. So, dann schauen wir noch mal. Auf Seerohrtiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. Zeit für eine Pause. Liegt er gleich auf dem Bock hier, aber er wird ja wohl gleich aufstehen. Im Dienst. Ja. Jetzt schrauben her, Kaloi. Und da haben wir schon was, eine kleine Gruppe. Jetzt schrauben her, Kaloi. Jetzt ist die da oben. Fährt auch weg von uns. Also leider eher uninteressant. Ansonsten scheint es hier erstmal nichts zu geben. Ah, dann tauchen wir wieder auf. Wechseln auf Dieselmotor. Und fahren mal weiter. So, wir bleiben natürlich mittig hier von der Ein- und Ausfahrt. Kurzer Rundumblick. Nichts zu sehen. So, von hier aus fahren wir dann weiter hierhin. Und wir machen dasselbe Spiel jetzt nochmal. Wir horchen. Da haben wir wieder was. Sehr schön, auch nah bei. Schauen wir mal, wo will der Kamerad hin? Der fährt nach Westen. Den nehmen wir definitiv mal mit. Ja, da werden wir nochmal auftauchen und mit großer Fahrt uns fortbewegen und versuchen, den abzufangen. So, tauchen wir noch mal. Ja, da sagt er schon, wir sind nah dran. Upsala, wir sind nah dran. So ungefähr 7 Meilen. Ich glaube, dass sich das nur um ein Schiff handelt und das jetzt auch noch mal näher rangeploppt ist, können wir da auch noch mal ein bisschen näher ranfahren. Also jetzt schon im getauchten Zustand die ganze Zeit. Obwohl, könnte ein bisschen knapp werden, ne? Sehe ich jetzt gerade. Vielleicht tauchen wir doch noch einmal auf. Und fahren so ein bisschen schneller. Okay. Ein letztes Mal. Und da ist er schon. Ist ein Frachter. Sehr schön. Und hat der irgendwelche Bewaffnung? Können wir direkt mal gucken dann gleich.
fahren einfach mal nah ran. Scheint keine Bewaffnung zu haben. Aber gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen näher rankommen. Und dafür sollte er jetzt mal an die Motoren gehen, damit wir hier mal ein bisschen fixer unterwegs sein können. Offensichtlich extrem schlechte Sicht. Dann jetzt auf 4 Kabel ran. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas erkennen. Oh ja, es ist Nebel. Das erklärt's. Schauen wir nochmal. Wo ist er? Müsste irgendwo bei 360 sein. Wir haben ja nochmal. Oh, mein lieber Mann. Ja, der ist wirklich, wirklich, wirklich knapp zu sehen nur. Naja, eigentlich kann man ihn überhaupt nicht erkennen. Und das auf 4 Kabel, Leute. Krass. Wirklich krass. Ich glaube, da haben wir gar keine Chance, da überhaupt mit dem Torpedo was zu machen, weil wir es einfach nicht sehen. Wir fahren deswegen jetzt schön nah ran und versuchen ihn dann mit dem Bordgeschütz zu erledigen. Und tauchen dafür auch auf, natürlich. Gehen dafür aber auf große Fahrt. Oh, wir müssen hier auch mal die Kompressoren einschalten. Nicht gerade. Aber wir sind doch aufgetaucht schon, oder? Okay. Kleiner Fehler im Gefecht. Aber Kompressor läuft. Zumindest jetzt. So, jetzt bewegt deine Hülle nach oben. Wir haben ihn jetzt aber auch tatsächlich verloren. Aber die Sichtwarte, wenn wir gleich aufgetaucht sind, wird ja deutlich besser nochmal. So. Da ist er. Okay. Dann können wir auch mal auf halbe Fahrt runtergehen. Nochmal letzter Blick. Ja, ist nicht bewaffnet. Und dann kann unser Kommandant jetzt schon mal das Geschütz besetzen. Leute, guckt euch mal den Nebel an. Wir sehen das Schiff immer noch nicht so richtig. So. Aber wir sehen es gerade so. Krass. Was für eine Suppe. Aber das hat gesessen. Selbst das Feuer erkennt man nicht richtig. Krass. Ah,
Aber das wäre ja gelacht, wenn wir den nicht runterkriegen. Bisschen auf blind schießen. Ah, der weicht aus. Wir drehen auch nochmal. Jetzt sehen wir ihn schon nicht mehr. Karte, der ist... Da ist er. Jetzt kommt er genau auf uns zu. Aber der ist ja fast schon hinter sich. Okay. Dann, wir sind natürlich jetzt extrem nah dran. Aber wir drehen noch weiter. Das dürfte kein Problem sein. Wir werden mal gucken, dass wir hier mit der Besatzung interagieren. Lässt sich hier irgendwas machen? 5 Überlebende. Ja, wir sind so ziemlich am Anfang der Mission noch. Ich glaube nicht, dass wir sie an Bord nehmen werden. Wir geben ihnen mal Vorräte. Ja, sie sind dankbar und überrascht, dass wir ihnen diese Vorräte geben. So sind wir. Dann können wir mal die Meldung raussetzen. Jetzt habe ich schon wieder den falschen ausgewählt. So, dass wir den versenkt haben. Und kommt Leute, den geben wir auch Vorräte hier. Jetzt haben wir nur dem ersten Schiff Vorräte gegeben. So, okay. Oh Gott, was für ein Seegang. Ah, wir haben sie leicht angestupst, aber es passiert ihnen nichts. Okay, gut. Damit haben wir das erste Schiff versenkt. Wir bewegen uns mal ein bisschen von dieser Position hier weg, fahren wieder dorthin und werden dann auf ein weiteres Schiff hoffen. Oder am besten Fall sogar einen kleinen Konvoi. So, Nebel haben wir immer noch. Wahnsinn. Dann tauchen wir mal ab. Natürlich auch krass, bei Nebel lässt sich ja kaum was machen, ne? Aber wir werden jetzt trotzdem mal gucken, ob wir hier irgendwas mitbekommen. Ja, unser Sohnoffizier, der pennt jetzt gerade und lässt sich auch nicht wecken. Doof. Jetzt ist er aber im Dienst. Sehr schön. Gehen natürlich auch auf kleine Fahrt runter. Aber hier scheint es nichts zu geben weiter. Dann fahren wir weiter nach dort. So müde. Im Dienst. Okay. Kleine Fahrt. Seerohrtiefe. Oh, da haben wir was. Da haben wir was. Wo war's? Verdammt, jetzt ist es wieder weg. Wir werden jetzt mal aufstoppen. Wo war das?
Kann er jetzt nicht einfach weg sein? Lass uns mal drehen. Vielleicht war das in der Richtung irgendwo. Wo war denn das? Habe ich jetzt nicht gesehen. War auch total schnell wieder weg. Na gut, wir fahren mal weiter in die Richtung und tauchen nochmal auf. Immer noch Nebel. Oh, und was für ein Nebel. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Der Seegang ist nicht ganz so toll. Dort haben wir Schornsteinrauch von einer einzelnen Einheit. So. Das schauen wir uns mal genauer an. Auf langsame Fahrt runter und tauchen nochmal. Gucken, ob wir den Kameraden hören können. Ja, ist vor uns und ist ein Frachter. Eine Liberty. Okay. Auch unbewaffnet. Scheint ziemlich fix unterwegs zu sein. Fahren wir erstmal in die Richtung und dann passen wir unseren Kurs an. Die fährt ja wirklich straight Richtung Osten. Das könnten wir auch mal dann so abstecken. So. Ein bisschen weiter vielleicht. So, da fährt die hin. Dann können wir auch nochmal auftauchen, weil es ist sowieso Nebel. Da sieht uns sowieso kein Mensch. Ressort. Ja, wir sehen wieder den Schornsteinrauch. Und jetzt ist sie tatsächlich sogar in Sicht. Die Sicht scheint besser zu werden. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich würde aber sagen, wir gönnen uns einfach mal den Spaß und werden die mit einem Torpedo aus dem Wasser hebeln. Oder auch mit zweien. Ist ja ein etwas größeres Schiff. 5 Kabel. Die Distanz würde sogar passen, die wir jetzt gerade fahren. So. Nebel lichtet sich. Die Empire Osborne schickt gerade eine Funkmeldung raus. Ja, hallo. Hier sind wir. Genau, in dem Moment lichtet sich der Nebel. Hervorragend. So war das jetzt natürlich auch nicht geplant. So, und dann drehen wir hier rein. Und werden in der Zeit dann schon mal abtauchen. So, schauen wir mal. Was ist hier die Distanz? 7 Kabel. Da können wir ruhig noch ein bisschen näher ran. Muss man nur aufpassen. Da werden ja bestimmt Flugzeuge gleich irgendwann kommen, weil wir haben ja hier den Hafen der Royal Air Force nahe bei. Aber bis die da sind, dürfte das schon zu spät sein. Dann schauen wir mal.
Okay. Wir wissen, dass es eine Liberty ist. Zumindest glaube ich das. Und ja, das passt auch. Dann schauen wir mal, wie schnell sie gerade ist. Wird wahrscheinlich mit der Fahrt deutlich runtergegangen sein. Schönes großes Ziel, um auch mal ein bisschen zu üben. Besonders bei der Entfernung. So, 5 Knoten tatsächlich. Lass uns nochmal schauen, wie weit wir jetzt weg sind, weil ich habe ja eben die Maschinen nicht gestoppt. Aber es sind immer noch, ja, deutlich über 5 Kabel. Das funktioniert noch. Dann schauen wir, wie weit sie weg ist. Ja, es werden 5 Kabel sein. 6 Kabel, sagt er sogar. Und sie fährt Kurs 090. Schön ostwärts. Wunderbar. Dann haben wir 3 vorgewärmte Torpedos. Alle 3 die 1 Pill. Nehmen wir die beiden. Was hat die Liberty für einen Tiefgang? 7,2 Meter. Nehmen wir 3, nehmen wir die Hälfte, 3,5. Wie lang ist die? 135 Meter, da können die Streuung 40 Meter, das passt. Wunderbar. Und wenn ich sage, wir können auch mal so ein bisschen rumexperimentieren, lasst uns mal bei einem den Magnetzünder nehmen. Den habe ich bisher noch nicht benutzt. Das bietet sich doch gerade hier an, um mal sowas auszuprobieren. Also der zweite Torpedo ist der mit Magnetzünder. Ah, verdammt, da hätte ich den Torpedo tiefer stellen müssen, ne? Ah, okay, das war jetzt ein Fehler. Da habe ich jetzt nicht schnell genug mitgedacht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir eventuell noch einen nachsetzen. Na, lass uns mal warten, vielleicht reicht ja auch ein Torpedo. Ja, das wird ein... Ah, okay. Aufschlagzünder hat trotzdem gewirkt. Wunderbar. Und die Einheit segnet somit das Zeitliche. Und verschwindet. Wunderbar. Sehr schön. Wir haben hier 4x Dosenbrot, 4x Schweinefleisch und ein paar Matrosen, die jetzt hier in ihrem Rettungsboot umherschippern müssen. Wunderbar. Wir haben gleich hier, direkt mal, Telegramme zu versenden. Machen wir dann später, wenn wir wieder aufgetaucht sind. Und wir hören jetzt hier auch gerade schon, oder wir horchen. Es ist gerade aber nichts wahrzunehmen. Hier ist sonst nicht mehr viel. Wir werden, ich glaube, ja, lass uns doch noch ein bisschen weiter westwärts fahren, Richtung der Durchfahrt. Machen wir das doch. Wir gehen wieder auf halbe Fahrt hoch, tauchen wieder auf. Wollen wir den Vorräte geben? Zu weit weg. Nein, dann lassen wir es einfach. Okay, Telegramme versenden, Punkte einstreichen, sehr schön, 3750 Punkte. Rohr 3 geladen, Rohr 4 geladen.
Und dann schauen wir mal nochmal, ob wir hier noch was finden. Auf Seerohrtiefe gehen. Auf Seerohrtiefe. Wechseln auf E-Motor. Ach, er sollte dann aber auch ans Sonar gehen. So. Und er hört etwas, und zwar wieder hinter uns. Da ist wieder etwas an uns vorbeigefahren. Und die fahren auch in die Richtung. Nun gut, das werden wir dann auch in Empfang nehmen. Ja, aber dann in der nächsten Folge. Ich kann mich nur nochmal wiederholen, Leute. Es tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid, dass wir hier schon wieder neu anfangen mussten. Ja, diesmal hier im Mittelmeer bei La Spezia. Es tut mir wirklich von Herzen weh. Aber ich kann es leider nicht beeinflussen. Ist ja nicht so, als wenn ich mir die Updates aussuchen könnte, beziehungsweise was dann hier auf meinem Computer passiert. Ich finde es mindestens genauso schade wie ihr. Und ja, ich hoffe, euch raubt das nicht den Spaß hier an U-Boat oder an meinen Videos. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Okay, Leute, dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.